an seine Eminenz Dr. Malte Kardinal Mixer. Mein Kamerad, ich bedauere, dich nicht vernünftig salutierend begrüßen zu können, aber ich liege zurzeit auf der Krankenstation und habe strikten Befehl, das Bett zu hüten. Als ob mich so ein bisschen Magengrummeln umhauen würde. Lachhaft, ich bin nur hier, um meinen lieben Freund Vittorio zu beruhigen. Hat sich nämlich höllisch aufgeregt. Wir sind wie jeden Dienstag in meinem Getränkepalast zusammengekommen, um die Hektik und den Stress der Welt für einen Augenblick zu vergessen und ein kleines, bekömmliches Gläschen Wein zu genießen. Aber mir ist es einfach nicht gelungen, mich zu entspannen. Die Disziplinlosigkeit meiner Truppe lässt mich nicht ruhen. Scheinbar brauchen meine Waschlappen einmal im Monat einen Tag, an dem sie alle Muskeln im Körper spüren, wenn ich sie durch den Volkspark Friedrichshain jage. Ich war also gerade dabei, Vittorio meinen Manöverplan zu erläutern, als ich mir wohl in meiner Begeisterung auf die Zunge gebissen habe und etwas Blut spucken musste. Nicht, dass meine, nein, deine Eminenz, dass du dir jetzt auch noch Sorgen um mich machst, ist alles halb so wild. Um meinen lieben Vittorio nicht noch mehr zu verängstigen, habe ich die restlichen paar Tropfen Blut runtergeschluckt, ohne daran zu denken, wie schlecht es einem davon doch wird und dass man alles wieder ausspucken muss. Aber nach der Untersuchung hier im Krankenhaus habe ich einen ordentlichen Schluck Whisky aus meinem guten Flachmann, den ich ja immer bei mir habe, genommen und schon ging es meinem Magen besser. Also kein Grund zur Sorge, Kamerad. Jetzt warte ich nur noch auf den Oberbefehlshaber hier, bevor ich mich wieder zu meinem Stützpunkt aufmache. Guten Tag, Oberstleutnant Otto, ich bin Chefarzt Meissner, ich... Ah, das wird auch Zeit, Mann. Ich habe Besseres zu tun, als hier nutzlos herumzuliegen. Ich weiß ja schon, dass mir nichts fehlt, ihr sollt das nur meinem besorgten Vittorio klarmachen. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass mein treuer Freund um seinen verdienten Schlaf gebracht wird. Also Attest her und fertig. Ich muss meine Truppe drillen. Also, was das angeht, Herr Oberstleutnant, Sie sollten sich lieber etwas zurückhalten und schonen. Was ich damit sagen will und was Sie uns ja auch selbst berichtet haben, ist, dass Sie mit Ihrem Alkoholkonsum schon seit vielen Jahren ziemlich über die Stränge schlagen. Und da ist es nicht außergewöhnlich, dass Sie jetzt die Konsequenzen spüren. Mit einer kaputten Leber ist es bei Ihnen nicht getan. Sie werden in letzter Zeit sicher selbst festgestellt haben, dass Ihr ganzer Körper am Ende ist. Und ich weiß, dass sich das jetzt hart anhört und es auch ist. Aber Sie wollen und, wie ich glaube, müssen die Wahrheit hören. Was Ihren Freund angeht, bin ich, wenn es denn sein muss, zu einem Kompromiss bereit und attestiere Ihnen Zahnfleischbluten. Aber Sie müssen der Realität ins Auge sehen. Die Blutungen kommen ganz eindeutig von einer zerfressenen Leber und einem gewaltigen Magengeschwür, das wir auch noch gefunden haben. Und ich lege Ihnen noch einen Rat ans Herz. Versuchen Sie in Zukunft weniger Alkohol zu trinken. Ich weiß, dass das nicht leicht wird, denn es wird nicht nur Ihre Sucht sein, die Sie dazu verführen wird, sondern auch die Schmerzen, mit denen Ihr Körper Ihnen sagen wird, wie ernst es um Sie steht. Es tut mir auch wirklich leid, dass ich Ihnen auch noch die Last aufbürden muss, dass Sie nun wissen, dass wir nichts mehr für Sie tun können, außer Ihnen Schmerzmittel zu geben, wobei wir auch da aufpassen müssen, ob Sie die in Ihrer Verfassung überhaupt noch vertragen. Was wollen Sie damit sagen? Halten Sie mich etwa für ein Weichei? Was ich vertrage und was nicht, entscheide immer noch ich, verdammt. Und dass meine Leber etwas mitgenommen ist, überrascht mich natürlich nicht. Da habe ich mir vor vielen Jahren im Einsatz, als ich für mein Land gekämpft habe, ein übles Virus eingefangen. Aber davon lässt sich ein Soldat wie ich nicht unterkriegen. Jetzt unterschreib endlich den Wischter, damit ich hier rauskomme. Ah, einfache Befehle. Befehle kann er ausführen, dann hat er wenigstens die Grundausbildung genossen.
was man sich heutzutage alles bieten lassen muss. Da stellt so ein Waschlappen einfach so die Fähigkeiten eines gedienten Soldaten wie mir in Frage. Und wohl auch noch meine zahlreichen Auszeichnungen. Eine Unverschämtheit ist das. Bevor ich mich noch aufrege, gönne ich mir einen Schluck aus meinem treuen Flachmann und marschiere zu Fuß zurück in meinen Getränkepalast. Zu meinem Leidwesen begrüßt mich mein Kassierer exakt so, wie ich es ihm über Monate eingehämmert habe. So bleibt mir die Aufgabe vergönnt, ihn wie eine leere Blechdose zusammenzustauchen. Weitermachen grüße ich freundlich. Als Offizier ist man ja auch für das Arbeitsklima verantwortlich. Und ich werde nicht zulassen, dass mein Getränkepalast im Kampf um den Kunden fällt. Oh Gott, jetzt werden da wieder alte Erinnerungen wach. Ich schaffe es gerade noch über den langen Gang zu den Spirituosen. Und eine gute Flasche Portwein hilft mir über den Schreck hinweg. Da fällt mir ein, dass mein guter Vittorio immer noch um meine Gesundheit bangt. Aber diese Sorge kann ich ihm ja mit dem Attest nehmen. Also auf zum Château de Chevaux und meinen lieben Freund beruhigen. Verdammt, wo sind denn meine Autoschlüssel? Ah, ganz vergessen, die muss ich ja stecken lassen, denn irgendwas stimmt mit dem Zündschloss nicht. Das ist sonst immer eine ewige Fummelei, bis es losgehen kann. Und Verzögerungen beim Start kann ich mir nicht leisten. Wenn mein Kamerad mich braucht, muss ich da sein. So komme ich jetzt gerade rechtzeitig im Château de Chevaux an, um meinen lieben Kameraden vor Gils Wutanfall zu schützen. Du bist doch ein Versager. Du hast keine Ahnung von deinem Beruf. Ich mach alles. Mit meiner Arbeit sind doch alle zufrieden. Aber Schatzi, ich hab dich doch für deine Arbeit gelobt. Was ist denn hier los? Gil, wie kommst du darauf, so mit Vittorio zu sprechen? Toll, jetzt mischt sich der Wahnsinnige auch noch ein. Musst du nicht Flaschen zählen oder besoffen in irgendeiner Ecke liegen? Wenn früher ein Rekrut so mit mir gesprochen hätte, hätte der in seinem Leben nichts mehr zu lachen gehabt. Aber aufgrund meiner vielen Einsätze und der daraus entstandenen Menschenkenntnis erkenne ich, dass Gil mit allem überfordert ist und vor einem Nervenzusammenbruch steht. Als guter Kamerad zögere ich keine Sekunde, packe Gil in meinen Wagen und brause los. »Scheiße, stopp, Fußgänger, halt an!« brüllt Gil so ängstlich, dass ich sie kaum beruhigen kann. »Du brauchst keine Angst zu haben, Gil. Die Passanten können dir nichts tun. Meine Karre ist schwer gepanzert. Da sind wir absolut sicher.« »Aber die Fußgänger nicht, du Wahnsinniger!« »Wird Gil immer hysterischer. Jetzt muss ich Gas geben und sie schnell zu ihrem Arzt bringen, bevor sie mir zusammenbricht.« Aber obwohl ich mich so beeilt habe, kann ich Gil nicht dazu bewegen, die Hände von den Augen zu nehmen und aus meinem treuen Benz zu kommen, als wir wenig später vor der Praxis ankommen. Und das trotz meines ehrlichen Zuspruchs, dass ich Gil vor den heimtückischen Passanten schützen werde. Aber es hilft alles nicht und mir bleibt nichts anderes übrig, als Gil zu ihrem eigenen Wohl aus dem Wagen zu zerren. Als hochdekorierter Soldat bin ich natürlich auch noch in meinem Ruhestand jederzeit kampfbereit und dementsprechend durchtrainiert, so ist es für mich kein Problem, Gils zierlichen Körper auf meine Schulter zu hieven und bei ihrem Arzt abzuliefern. »Achtung, ich bringe einen Notfall!« melde ich uns, wie es sich gehört, an, ehe ich den Behandlungsraum betrete. »Das kann doch nicht wahr sein. Otto, verdammt, Sie können hier nicht immer so hereinplatzen. Meine Patienten haben ein Recht auf ihre Privatsphäre.« »So ist es. Warten Sie gefälligst draußen.« »Diesen Befehlston würde ich doch immer wieder erkennen. Harald, was machst du denn bei einem Irrenarzt?« »Ach, mir sind da vor ein paar Wochen ein paar Dinge eingefallen, die mich nicht mehr so ruhig schlafen lassen, und da muss man dann was gegen tun.«
Aber da brauchst du doch nicht dir den armen kranken Leuten den Therapieplatz streitig zu machen. Komm, ich gebe einen aus und ich garantiere dir, dass du bis heute Abend alles vergessen hast und wie ein Baby schlummern wirst. Gil, du kommst doch jetzt ohne mich klar. Bei dem tollen Doc bist du ja in guten Händen. Ja, hau ab bitte und lass mich in Ruhe, du Irrer. So sollte Gil natürlich nicht mit meinem alten Kumpel Harald sprechen, aber einem General wie ihm kann so etwas nichts anhaben. Soll ich dich nachher wieder abholen oder fährst du mit dem Bus, Gil? Danke, Otto, das machen wir schon. Sie können jetzt gehen. Na sicher, komm, Harald, wir stören hier nur. Ich muss nur schnell etwas Blut ausspucken. Scheinbar habe ich mir auf die Zunge gebissen, als ich Gil aus dem Auto half. Aber sowas kann einen Soldaten wie mich nicht schrecken. Und schon mache ich mich mit meinem Freund auf den Weg zu meinem Getränkepalast. Wir haben kaum die erste Flasche Whisky genossen und das Gejammer meines Kameraden Harald hört endlich auf. Was haben wir da bloß getan, Otto? Da habe ich mich wohl zu früh gefreut. Also schenke ich meinem Freund noch ein Gläschen ein. Und noch eins, noch eins. Jetzt muss ich mal an mich denken. Und dann noch eins für meinen Kameraden. Und siehe da, endlich kann sich Harald entspannen. Du bist ein echter Freund, Otto. Auf dich kann man sich verlassen. Na sicher doch, jetzt erzähl mal, was dir Sorgen macht. Was? Das hab ich vergessen, Otto. Ah, dann ist ja jetzt alles in bester Ordnung. Wie so ein einfaches Gespräch unter Männern doch hilft, Probleme zu lösen und über schwere Zeiten hinwegzukommen. Als auch die zweite Flasche Whisky ihren Kampfgeist verloren hat, lasse ich es mir nicht nehmen, Harald nach Hause zu fahren. Und als alter Kamerad packe ich meinem Freund noch eine Kiste Notfallspirituosen. Nur habe ich jetzt Mühe, den über die Jahre am Generalschreibtisch verweichlichten, fülligen Leib meines Freundes aus meinem Wagen über den Gehweg zu seiner Haustür zu schleppen. Aber als Soldat habe ich gelernt, jeden Auftrag durchzuführen. Und schon sitze ich wieder in meinem Auto. Hoppla! Jetzt habe ich mir bei der Anstrengung schon wieder auf die Zunge gebissen. Und diesmal heftig. Die Autotür auf und erstmal ausbluten lassen. Nicht, dass mir von dem vielen Blut noch schlecht wird. Aber keine Sorge, die Zunge ist noch dran und es besteht nicht die Gefahr zu verbluten. So, und jetzt ab in meinen Getränkepalast. Irgendwann braucht selbst ein Soldat wie ich seinen Schlaf. Am nächsten Morgen wache ich mit schmerzendem Gesicht auf. Das Wiedersehen mit meinem alten General hat mich dann doch an so einiges erinnert, was ich im Traum noch mal erleben musste, und dabei bin ich aus meinem Feldbett gefallen. Aber alles nicht so wild. Gerade will ich mir mit einem guten Portwein den Schmerz aus meinem Gesicht spülen, als mir einfällt, dass ich ja auf meine Gesundheit Acht geben soll. Also greife ich mir aus meinem Warenarsenal eine Flasche Kräuterschnaps. Bäh, bäh, ein scheußliches Gesöff, aber für die Gesundheit tut man ja einiges. Selbst meinen geliebten Flachmann entweihe ich mit dem ekelhaften Kräuterdestillat. Jetzt muss ich nur noch kurz meine Truppe begrüßen, denn wie mein lieber Freund Vittorio immer sagt, ist ein gutes Arbeitsklima wichtig. Achtung, der Chef hat die Nacht schon wieder durchgesoffen. Antreten, Männer! Ich habe heute keine Zeit, euch Weicheier zu verhätscheln. Haltet einfach die Stellung. Und wehe, ich bekomme irgendwelche Klagen, dann könnt ihr euch auf ein Manöver gefasst machen, wie ihr Waschlappen es noch nie erlebt habt. Wegtreten. So, und jetzt ab zu meinem Kameraden Vittorio. Da bin ich wieder, Vittorio. Es tut mir leid, dass ich gestern ganz vergessen habe, dir das zu geben.
Ich hoffe, du hast nicht zu sehr um mich gebangt, mein Freund, überreiche ich meinem Kameraden das Attest. Siehst du, nur einfaches Zahnfleisch bluten. Du brauchst dir keine Sorgen um mich zu machen. Schön, Adiasi, dann will ich das vorerst so glauben.